Hier sehen wir bezogen auf Wetterereignisse die Entwicklung seit 1980. Mit anderen Worten, und das ist ja bekannt, die Temperatursteigerungen haben die Temperatur, ja, der Temperaturanstieg hat zugleich enorme gesellschaftliche Folgen in Form von Extremwetterereignissen, von Taifunen bis zu Überflutungen und hier einen Gesamtüberblick oder zusätzliche Indikatoren finden wir im Folgenden. Bitte die Folie 4. Ja, auch hier ist aus meiner Sicht nur wichtig, hier dieses Datum, dass wir feststellen können, über 820 Millionen sind von Dürre und damit von Ernteausfällen bedroht oder schon jetzt. Sie sehen, die Zahl der unterernährten 820, das heißt die bisherigen Versuche der UNO, die Zahl der Unterernährten und Hungerleidenden drastisch zu reduzieren, wird praktisch aufgehoben. Wir finden zum Zweiten hier 35 Millionen, die durch Überflutungen betroffen sind und auch was zu einer internen Wanderung führt. 3 Millionen werden durch Wetterereignisse direkt von ihren Wohnstätten vertrieben. Darüber hinaus, was ich schon vorher mal angedeutet hatte, der Ozean nimmt mehr Sauerstoff, mehr Kohlenstoff auf, erwärmt sich und das hat unmittelbare Rückwirkungen natürlich auch auf den Fischbestand. Und gleichzeitig findet eine Versauerung der Ozeane statt, was man hier sieht. Generell können wir nur feststellen und auch aus den jüngsten Nachrichten, also in den jüngsten Entwicklungen seit Ende 2019, wenn ich an die Brände in Australien, die monatelang, wie Sie sicher auch gelesen haben, gedauert haben und einige Millionen Hektar und wie es neuerdings heißt, Milliarden Tieren das Leben gekostet hat oder auch die extremen Temperaturen in Sibirien, die, ich hatte eben schon gesagt, einen Rückkopplungseffekt bzw. Punkten führen im Hinblick auf den Permafrost, der im gefrorenen Eis erst einmal fest oder konzentriert war. Und schließlich ein letzter Punkt, die Biodiversität ist extrem betroffen. Ein von acht Arten ist bereits ausgestorben und eine Entwicklung, die eben wegen der Schnelligkeit wenig Möglichkeiten der Adaption bietet. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Welche sind die internationalen? Wir können im Augenblick mal die Folien wegmachen, sodass ich mich da wieder einschalten kann. Die internationalen Reaktionen. Die 1972 hat die erste UNO-Konferenz zur Umwelt stattgefunden. Ich will nicht weiter eingehen, aber nur so viel sagen, dass ja die 70er Jahre dann auch in Deutschland die Entstehung der grünen Bewegung, der Umweltbewegung mit sich gebracht hat. Und das entscheidende Datum für die langfristige internationale Entwicklung bezüglich des Klimawandels ist dann die Konferenz von Rio 1992. Ihr geht voraus 1988 die Gründung des Weltklimarats, wie man auf Deutsch sagt, also des International Panel on Climate Change, die unmittelbare wissenschaftliche Begründung für die folgenden Entwicklungen und Politikmaßnahmen gegeben hat und die für uns in der Tat die zentrale Basis für zukünftige Entwicklung sein sollten. Ich darf in diesem Zusammenhang auch kurz erwähnen, dass ja Greta Thunberg nichts anderes fordert, als eben die Ergebnisse der Wissenschaft ernst zu nehmen und dies zur Grundlage der Politik zu machen. Aber das nur als Hinweis. In Rio wurde Folgendes völkerrechtlich vereinbart, nämlich es ging um einen
nachhaltige Entwicklung, das heißt, die eben eingangs angesprochene potenzielle Gegensatz von Umwelt und Entwicklung wird hier von vornherein ausgeschlossen und gesagt, Umwelt darf nicht gegen Entwicklungsfragen oder umgekehrt Entwicklung darf nicht aus Gründen der Umwelt hinten angestellt werden. Das zweite, sehr wichtiger Aspekt, es wurde von der gemeinsamen, aber unterschiedlichen oder wie es heißt, common but differentiated responsibility gesprochen. Das heißt, man macht einen klaren Unterschied, welche Länder oder dass einige Länder besonders für den Klimawandel, Temperaturanstieg, CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und dieses schlug sich nieder in der Forderung, also in der Klimarahmenkonvention, die festlegte, dass seinerzeit die entwickelten Länder, der Norden, das war seinerzeit auch noch die realsozialistischen Länder, dass sie quantitative Reduktionen ihrer Emissionen übernehmen sollten oder vornehmen sollten. Die anderen Länder, also der globale Süden, wie wir heute geneigt sind zu sagen, sie waren zwar Mitglieder dieses Vertrags, dieser Konvention, aber hatten keinerlei völkerrechtlich verbindliche quantitative Auflagen. Sie führten schließlich zu den Verhandlungen über die Umsetzung, also Ausmaß und Umsetzung der Emissionsreduktionen, die in dem sogenannten Kyoto-Protokoll 1 und Kyoto-Protokoll 2 die ersten Verhandlungen, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen im Hinblick auf die Zeitspanne. 1992 war, wie gesagt, die Konferenz von Rio. 1997 begann man schließlich mit den Verhandlungen, die dann erst den als ersten Emissionsreduktionszeitraum für den Westen und die früheren realsozialistischen Länder ohne China. Ja, es geht nur um Europa und die damalige Sowjetunion, also mittelosteuropäische Staaten, wie man sagt, einschließlich Russland. Der begann dann von 2008 bis 2012 und fixierte für die EU eine Minderung von 8% über das Basisjahr 1990. Und dieses war doch das Jahr, in dem der Weltklimarat seinen ersten Sachstandbericht vorgelegt hat. Die zweite Periode wurde dann vereinbart von 2013 bis 2020. Also wir befinden uns noch in dieser zweiten Phase, in der EU eine Minderung von 12% bezogen auf das Ergebnis von 2012 oder 20% im Hinblick auf das Basisjahr 2020 auferlegt wurde. Wir können aber bereits jetzt schon feststellen, dass dies eine minimale Anforderung ist. Wir sehen einen sehr langen Zeitraum und im Grunde, dass die einige Länder, eben weil es sich bei der UNO um eine Vereinigung von Nationalstaaten handelt, dass einige Länder im Laufe der Zeit aus diesen völkerrechtlichen Verpflichtungen ausgestiegen sind. Statt seit 1990 die weltweiten Emissionen zu senken, haben wir faktisch eine 50-prozentige Steigerung zu verzeichnen. Schließlich Paris 2015, hier wurde das ursprüngliche Konzept, dass diejenigen, die am meisten zum Temperaturanstieg und damit zu den CO2-Emissionen beigetragen haben, dass sie auch entsprechend in Vorleistung treten sollten. Dieses Konzept wurde in Paris 2015 ad acta gelegt. Jetzt ging es nur noch darum, dass alle Staaten sich beteiligen. Es sind keinerlei quantitativen Vorgaben mehr gegeben, die völkerrechtlich einklagbar wären, sondern es geht um Selbstverpflichtungen der einzelnen Staaten.
Und auf diesem Hintergrund ist sich deutlich zu verdeutlichen, was war die Zielgröße. Es wurde am Ende formuliert, deutlich unter 2 Grad zu Anstieg der Temperatur am Ende dieses Jahrhunderts. Und die jüngsten Spezialberichte des International, des Weltklimarats machen sehr deutlich, dass 1,5 Grad doch ein erstrebenswertes, nein, ein notwendig wünschenswertes Limit sein sollte, damit überhaupt die Entwicklung und die Auswirkungen des Klimawandels noch einigermaßen im Bereich des Erträglichen und Manageable verbleiben könnten. Darf ich darum bitten, die nächste Folie bitte. Sie zeigt, die nächste, nicht? Hier haben wir eine ideale oder 2 Klimaschutzszenarien. Ich darf Sie darauf hinweisen, es handelt sich um eine Folie der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist eine politische, diese Stiftung steht der Bundesregierung nahe. Und Sie sehen, dieser Beitrag wurde gerade jetzt, ich glaube, im Mai dieses Jahres veröffentlicht. Und ich habe das nur angeführt, um zweierlei zu zeigen. Zum einen, das CO2, was Sie hier links auf der Abszisse sehen, auf der Ordinate sehen, sie trägt einen wesentlichen Teil, 2/3 zu den Treibhausgasen insgesamt bei, aber ist eben nicht das Entscheidende. Wichtig ist als zweitwichtigstes Methan, das etwa 18% insgesamt zu den Treibhausgasen beiträgt. Ich hatte eingangs kurz darauf verwiesen, dass die Erwärmung der Polarregion eben dieses im Permafrost gespeicherte Methan freisetzt und Methan hat eine potenzierende Wirkung auf die Treibhausgasentwicklung. Aber das nur am Rande, wie gesagt, diese 2 sollten Ihnen zeigen, die wissenschaftlichen, oder es handelt sich um wissenschaftliche Modelle, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zukünftige Entwicklungen voraussagen können. Das sehen Sie hier, 1,5 Grad Temperaturerwärmung mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit und daneben Limit 2 Grad Erwärmung eben mit 66er, das heißt viel größerer. Mit anderen Worten, wir sehen, je später man einsteigt, je geringer die Zielgröße im Hinblick auf Treibhausgasemissionen sein soll, umso stärker ist das jetzt geforderte Eingreifen in eine Veränderung, zumindest im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen. Ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Sie haben hier die Zahl oder hier angedeutet, weltweit etwa 53, 54 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich hatte Ihnen gesagt, 1990 waren es, wenn ich mich recht erinnere, 42 Milliarden. Ich muss nachgucken. Auf jeden Fall, ich hatte ja bereits gesagt, seitdem statt Reduzierung der Emissionen weltweite Zunahme. Das nächste. Wie sieht dann nach Paris? Ich hatte ja bereits gesagt, dass die Entwicklung bis Paris doch eher im Hinblick auf die Vorstellung einer allgemeinen Reduktion nicht nur enttäuschend, sondern im Gegenteil eine weitere Zunahme vergegenwärtigt wurde, dass zum Zweiten die Reduktionsziele, die Reduktionsszenarien, die faktischen Reduktionen doch sehr oder hinter dem, was nötig gewesen wäre, zurückgeblieben sind, sodass man heute sagen muss, dieses Jahrzehnt, 2020 bis 2030, wird das Entscheidende sein, um die Klimaerwärmung einigermaßen noch im Griff zu behalten. John, darf ich eine Frage stellen zwischendurch? Bitte.
Weil du hast gerade beschrieben, dass 2015 mit Paris sagen wir, Ja. ein Wechsel stattfand. Ja. Dass vorher eine Verpflichtung der Industriestaaten, der westlichen Industriestaaten war und auch eine mengenmäßige Verpflichtung. Ja. Dass mit Paris dann die Verkehrung wurde, also verändert wurde, indem man nicht. Ja. Ich höre dich gerade nicht. Heinrich, jetzt war gerade dein Ton weg, aber. Ach so, also ich soll ich mal einfach weiter, spricht man, versteht man mich jetzt? Naja, Ja, okay. Paris Also war ich wollte so. nur noch mal, dass dieser Übergang noch mal deutlich wird, Ja. dass man 2015 einen Parameterwechsel vorgenommen hat, Ja. weg von der Verantwortung der westlichen Industriestaaten Richtig. hin zu einer globalen und obendrein noch eine Unverbindlichkeit Richtig. eingebaut wurde. Das habe ich richtig verstanden dann, ne? Ja. Und Wenn wir das so sind. ist, Pardon. John, dann, wenn du dann jetzt sagst, und jetzt kommen wir in eine Phase, wo es ganz entscheidend darauf ankommt, dass viel passiert. Das sind natürlich jetzt nicht gerade die besten Voraussetzungen. Ich komme zum Schluss noch mal kurz darauf zurück. Ja, Halten okay. wir aber fest, ich hatte ja gesagt, dass die Zielvorstellungen, die offiziell formulierten Zielvorstellungen von Paris 2015 deutlich unter 2 Grad verstärkt dann besser 1,5 Grad Temperaturanstieg am Ende des Jahrhunderts implizieren sollten. Die faktischen Selbstverpflichtungen laufen auf einen Anstieg im Jahre 2100 auf 3,2 Grad hinaus. Das sollte man festhalten, dass die bisherige Entwicklung im völligen Gegensatz zu dem geht, was notwendig gewesen wäre. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf das vorherige, auf die vorherige Folie, dann wird deutlich, hier, das ist ja im Grunde eine Konkretisierung, wie scharf die jetzigen, Sie sehen hier 2015, pardon, ich sollte noch ergänzen, Paris, die Konferenz 2015. Der Zeitraum geht praktisch Kyoto 3, also Kyoto-Protokoll 3, nämlich 2020 bis 2030. Nochmal bitte zurück. Hier die Karte, da sehen wir, dass es dieser Abstieg oder die Reduktion der Emissionen ganz dramatisch ausfällt. Ich kann auch noch das noch ein bisschen genauer sagen. Oder ich will es gleich noch mal etwas genauer sagen. Hier sehen wir auch, die Stiftung Wissenschaft und Politik geht davon aus, dass wir residuale Emissionen in jedem Fall haben, denn das geht ja in einer Zeitreihe bis 2100. Und gleichzeitig hier negative Emissionen. Das sollte man festhalten im Hinblick auf die langfristige Strategie. Wie könnte man gegebenenfalls diesen Überschuss an CO2 wieder zurückführen, sodass die Temperaturerwärmung sich gegebenenfalls auch auf eine mindere Erwärmung, also es geht schon gar nicht mehr um 2 Grad, zurückführen lässt. Bitte nochmal die nächste Folie. Hier, das ist die globale. Und jetzt bitte mal die nächste. Hier haben wir dann das, was die EU28 sich bis dahin vorgenommen hat. Wir befinden uns gegenwärtig noch in der Phase vor Dezember 2019, das heißt vor dem European Green Deal. Sehen wir aber die Dimensionen der selbstgestellten Aufgabe. Wir sehen hier von 1990 beginnt die Zeitreihe. Ich sagte schon Basisjahr für alle Diskussionen im Hinblick auf nationale und internationale Emissionsreduktionen festgelegt in Rio im Konventionsrahmen. Wir sehen hier, die EU hatte seinerzeit einen gesamten Anteil von 5,7 Milliarden Tonnen an den seinerzeitigen, ich müsste gucken, ich möchte nichts Falsches sagen. Ja, pardon, hier habe ich es gestehen, von seinerzeit waren weltweit knapp 33 Milliarden Tonnen CO2, beziehungsweise
CO2-Treibhausgase insgesamt, einschließlich natürlich CO2, wurden emittiert. Und Sie sehen hier, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre, beziehungsweise fast 30 Jahre, aber wenn man die Phase von Kyoto dazu nimmt, dann ist es geringer, dass hier nur pro Jahr faktisch eine Veränderung, eine Reduktion von 1% vorgenommen wurde. Und das müsste sich in der Zeit, wenn man die Zielgröße 2030 minus 40% bezogen auf 1990 vornimmt, müssen sich die Reduktionen pro Jahr um 75% steigern. Und wenn man, und Sie sehen, das wären dann auf 1,5%, bei 80% 2050 ginge es sogar um 3,3% pro Jahr, beziehungsweise 95% 4,6% pro Jahr. Ich darf jetzt schon bereits darauf hinweisen, das sind Zahlen, das sind Reduktionen, wie wir sie jetzt im Kontext der Corona-Krise und die ja gleichzeitig verbunden ist mit einer enormen Wirtschaftskrise oder nicht vorhergesehenen und bisher unvergleichlichen Wirtschaftskrise verbunden sind, vergegenwärtigen haben, sodass wir sehen können, welche Aufgabe hier gegebenenfalls auf uns zukommt. Bitte die nächste Folie und damit kommen wir zum European Green Deal. Sie wissen, dass die neue Präsidentin der EU-Kommission, das neue Parlament, sie hat im Dezember ihr Programm für die folgende Periode des EU-Parlaments festgeschrieben und sie hat ganz ausdrücklich zwei Pfeiler benannt, nämlich den Umweltschutz oder die Ökologie und die Digitalisierung. Es ging im Wesentlichen darum, von vornherein deutlich zu machen, dass hier die Schwerpunkte der zukünftigen Politik der EU liegen sollten. Das deutete sich an in einer Verschärfung der Klimaziele, denn 2030 wollte man statt 40% Reduktionen oder will man, denn es sind ja bisher nur programmatische Aussagen, will man auf 50-55% Reduktionen im Vergleich zu 1990 kommen. Man spricht als zentral, das ist der eine Punkt, und 2050 soll eine Klimaneutralität, das heißt eine Dekarbonisierung der EU stattfinden, in der Weise, dass man Wachstum, aber abgekoppelt von Treibhausgasen sicherstellen will. Man meint, dass die bisherigen Erfahrungen, nämlich zwischen 1990 und 2018, die eine Reduktion der Treibhausgase von etwa 23% und gleichzeitig ein Anstieg des Bruttosozialprodukts der EU von 66 oder 60% erbracht hat, dass hier eine Abkopplung stattgefunden hat. Ich bin gerne bereit, darauf einzugehen. Vergessen wir nicht, 1990 ist das Basisjahr. Das heißt, die wirtschaftlichen Einbrüche im Kontext des Zusammenbruchs, der Erosion, Zusammenbruchs des realsozialistischen Lagers, einschließlich eben auch der osteuropäischen Länder, die heute Teil der EU sind, ist hier mit zu berücksichtigen. Die DDR, der Zusammenbruch der DDR oder die Wiedervereinigung, wie es heißt, und die Folgen der Wiedervereinigung im Hinblick auf die DDR, Industrie und CO2-Emissionen hat hier erheblich dazu beigetragen. Fragen, aber haben wir vor uns, in welche Dimensionen im Rahmen des European Green Deal angesprochen werden. Ich möchte folgende besonders herausgreifen. Es geht um erneuerbare Energien. Diese nämlich stellen 75%, also fossile Energien, stellen 75% der Treibhausgase der EU durch im Zuge ihrer Erzeugung wie ihres Verbrauchs. Das soll im Wesentlichen durch erneuerbare Energien, hier kann man dann Solartechnologie oder auch Wind oder Offshore-Windräder denken, oder sie sind besonders im Blick. Das Zweite ist,
Gebäuderenovierung, auch hier ein wichtiger Aspekt oder ein großer Teil, der in der Tat reduziert werden könnte. Denn 40% des Energieverbrauchs fällt in der Tat auf Gebäude, Heizung etc. Und nur 1% oder weniger als 1% wird gegenwärtig innerhalb der EU in die Renovierung von Gebäuden und Isolation etc. aufgewandt. Aufforstung und die Aufforstung spielt eine wichtige Rolle, ist aber im Hinblick auf die langfristige Fragestellung zur Reduzierung erst einmal sekundär. Ich gehe später noch mal kurz darauf ein. Auch der folgende Aspekt im Hinblick auf die Landwirtschaft. Sie sehen das hier vom Hof auf den Tisch. Da wird der Nachhaltigkeit das Wort geredet. Man hat auch Vorstellungen, wie viel von dem größten Einzelposten der EU, nämlich der gemeinsame Agrarmarkt, dass hier 40% in die Nachhaltigkeit investiert werden sollte. Quantitative Ziele sind aber hier im Wesentlichen noch ausgespart. Viel wichtiger erscheint mir, was hier heißt, Mobilisierung der Industrie im Kontext einer kreislauforientierten Wirtschaft. Gegenwärtig hier geht es um Rohstoffe, das im Wesentlichen oder bisher werden nur 12% der verwandten Rohstoffe wiederverwandt. Und hier macht in der Tat auch für die langfristige Perspektive die EU-Kommission zentrale Vorgaben, dass sie nämlich hingeht und sagt, nicht nur muss ein großer Teil der einmal verwandten Rohstoffe wiederverarbeitet werden, sondern es geht auch darum, die eingebaute Obsoleszenz, also die Kurzfristigkeit der Produkte, die auf jeden Fall abzuschaffen und schließlich auch die Reparaturanfälligkeit, die auf jeden Fall zum großen Teil einzuschränken. Mit anderen Worten, im Hinblick auf ein erster Einschub, eine Intervention in eine Konsumgesellschaft, in der der rasche Umschlag der Produkte ein zentrales Merkmal der Akkumulation ist. Schließlich auch im Kontext der Industrie, und das liegt ja nahe, die Abfallreduzierung. Wir kennen das im Wesentlichen aus den Fragen der internationalen Ernährungssituation, aber hier geht es vor allen Dingen darum und für die jüngere Generation, die ja viel mehr mit dem Internet befasst ist, hier geht es darum, dass die Verpackung, der Verpackungsmüll, dass der auch eine drastische Einschränkung erfahren soll. Schließlich, das ist ja das in den Medien vor allen Dingen und jeden von uns unmittelbar beeinflussende, die sogenannte smarte Mobilität oder wie es hier heißt, die multimodale Mobilität, das heißt im Hinblick auf den Transport, 75% der Transporte, Sie kennen sicher das Stichwort der Just-in-Time, wobei die Straße praktisch das Lager für die Industrie ist, dass dies von der Straße auf die Schiene und die Bahn, auf das Schiff und die Bahn verlagert werden soll, dass der Individualverkehr zurückgeführt werden soll durch öffentlichen Personennahverkehr, automatisches Fahren etc. Dies und schließlich null Schadstoff, das bezieht sich speziell auf die Chemie. Ich will nur sagen, es sind hier die zentralen Bereiche des Wirtschaftslebens angesprochen, die auf den Prüfstand gestellt werden und langfristig einen Beitrag zu einer Emissionsreduktion und zu einer Umgestaltung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung beinhalten sollen. Dann bitte die nächste. Wie soll das Ganze vor sich gehen? Ein kurzer Einschub vorher. Massive Finanzmittel sind dafür, oder das hier ergänzt noch einmal oder illustriert für Sie noch einmal das, was ich hier allgemein angesprochen hatte, in einem Szenario, wie es wiederum Wissenschaft und die Stiftung Wissenschaft und Politik entworfen hat. Welche Möglichkeiten der Umsetzung hat die EU? Es geht um massive Finanzmittel. Die EU sieht vor, dass dieser Umbau
260 Milliarden Euro pro Jahr oder 1,5% des Bruttoinlandsprodukts der EU beanspruchen kann. Faktisch aber setzen sie nur 100 Milliarden ein, die in der laufenden Phase des Europaparlaments auf 1% oder 1% der Gesamtmittel oder 1% der Gesamtmittel hat die EU zur Verfügung. Und über die, wie wir in den Diskussionen um Covid und die 750 Milliarden Finanzinputs zur Ankurbelung der Wirtschaft, da hat man sich ja sehr stark dagegen gewehrt, eine Erhöhung der EU-Finanzmittel auch nur auf 1,1% überhaupt ins Auge zu fassen. Aber halten wir fest, dass auch neue Finanzmittel werden angesprochen, eine Börsensteuer und eine Plastiksteuer als Beispiel auch hier, um im Rahmen von Umweltmaßnahmen eine Umordnung oder zumindest eine teilweise Umorientierung der gesamtgesellschaftlichen Produktion zu erreichen. Welche sind die faktischen Mechanismen einer solchen Durchsetzung, nämlich zwischen EU-Kommissionen? Und vergessen wir nicht, die EU-Kommission hat zwar Macht, aber ist vom Europäischen Rat abhängig. Und sie wiederum, wie gesagt, wie sind die entscheidenden Akteure? Neben der Kommission, die einzelnen Mitgliedstaaten und schließlich auch der Privatsektor. Die EU, so heißt es im Rahmen des Sachverständigengutachtens, das eben publiziert wurde, der Bundesregierung, also Sachverständigenrat Umweltschutz, dass 70-80% der bundesrepublikanischen ökologischen Vorgaben im Hinblick auf Richtlinien, Gesetze durch die EU heutzutage bestimmt werden. Vielleicht bitte das nächste. Ich habe hier das noch laufende alte Programm gezeigt, um zu zeigen, dass die Fragen der Ökologie für die Marktwirtschaft Externalitäten darstellen. Das heißt, es sind eben nicht weder privatisierbare noch in ihrem Volumen Preisen unmittelbar oder marktmäßigen Preisen unterliegenden Größen. Von daher kann es nur darum gehen, dass hier die EU oder dass über den Staat gesetzliche Vorgaben oder Richtlinien vorgegeben werden. Hier zeigt sich, dass die EU zwischen Brüssel und den Mitgliedstaaten auf der einen Seite, zwischen Markt und Staat auf der anderen, dass sie diese vier Aspekte miteinander zu versöhnen versucht. Wir sehen hier die gegenwärtige Strategie noch beruhend auf einer Politik, die bis 2030 zu einer 40-prozentigen Minderung der Treibhausgase im Verhältnis zu 1990 gelten soll. Und wir haben hier EHS. Dies ist der Marktbereich, das heißt im Emissionshandelssystem. Das bedeutet, hier wurden Zertifikate ausgegeben, von denen eben ein bestimmter Teil an der Börse, und Sie können sich das sofort ansehen, jeden Tag gehandelt werden. Das heißt auch, man versucht über ein staatliches Instrument, nämlich Ausgabe von Zertifikaten und deren Kontrolle, gleichzeitig durch Vorgaben, wie hoch die Reduktionen sein sollten, den Preis und damit die Strategie der einzelnen Unternehmen zu bestimmen. Dieses Emissionshandelssystem bezieht sich auf oder umfasst rund 45% der Gesamtemissionen der EU und bezieht sich auf 11.000, Sie sehen das hier, 11.500 Anlagen, die insgesamt oder von denen jede mehr als 20 Megawatt an Wärme produziert. Hier geht es nur darum, mit Marktmechanismen zu versuchen, die CO2-Emissionen für den Privatsektor verdaubar und
ja, in der Unternehmensstrategie eine Reduktion und sie ist bisher, wie man nachlesen kann, im Hinblick auf die gegenwärtigen, ich hatte bereits genannt, 23-prozentige Reduktionen. Sie haben einen Teil wenigstens oder einen umfangreichen Teil zu der Reduktion beigetragen. Sie sehen hier eine weitere Differenzierung oder Ausdifferenzierung, Detaillierung, wie das im Einzelnen gedacht ist, nämlich über erneuerbare Energieträger bzw. Energieeffizienz. Daneben haben wir, das ist der größte Teil, der die CO2 oder die Treibhausgase verantwortet, nämlich der nicht den Marktmechanismen unterliegt und auch nicht oder den einzelnen Staaten in ihrer Realisierung übertragen wird. Es geht hier um Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Energie, kleinere Energieunternehmen und Industrieunternehmen. Halten wir fest, dass hier die EU nichts anderes tut oder sie geht hin und fixiert für die einzelnen Länder Obergrenzen, die bis 2020 und in Zukunft bis zu 2030 erreicht werden sollen, wobei die Implementierung den einzelnen Ländern überlassen wird. Bitte mal die nächste Folie. Ja, hier sehen wir, dass es zwei Aspekte eine Rolle spielen, denn schließlich sind die 28 EU-Mitglieder oder in Zukunft 27 oder gut, die 27, sie sind unterschieden nach Bruttoinlandsprodukt, nach Pro-Kopf-Einkommen, nach Industriestruktur, Exportstruktur etc., sodass diese Aspekte werden im Hinblick auf die Obergrenzen der einzelnen Länder festgelegt. Was Sie hier sehen, ist, die in den dunkelblauen Pfeilen pro Land die Limits, die bis 20 zu erreichen sind. Und da sehen Sie, dass Luxemburg, Dänemark und Irland, sie sollen bis Ende dieses Jahres eine Reduktion im Hinblick auf 1990 von 20% erreichen. Und auf der anderen Seite sehen Sie, hier ist der Großteil der ehemaligen realsozialistischen osteuropäischen Länder, Bulgarien räumt man einen plus 20-prozentigen CO2-Ausstoß ein zwischen eben 2020. Und schließlich haben Sie hier in diesen hellgrünen das, was erreicht werden soll, bisher in dem laufenden Jahrzehnt 2030. Sie sehen, positive oder zusätzliche Emissionen werden niemandem mehr erlaubt. In Bulgarien muss auf dem gegenwärtigen Niveau, wenn es denn dieses erreicht hat, muss es verbleiben. Und hier sehen Sie Luxemburg als hier das größte Quantum zu erreichen, nämlich minus 40%. Die Bundesrepublik ist nicht sehr weit entfernt, bei etwa 38%. Halten wir nochmal fest. Ich hatte ja gesagt, es geht darum, was kann die EU, welche Möglichkeiten hat sie, wie geht es im Verhältnis zwischen Privatunternehmertum, Mitgliedstaaten und EU-Kommission. Das nächste ist, hier sehen wir auch, ich hatte das kurz angedeutet, wie sind die Verantwortlichkeiten, aber ich darf darauf hinweisen, es geht hier nur um CO2-Emissionen, also nicht die gesamten Treibhausgase, Methan gehört dazu. Und Sie sehen, Deutschland hat alleine ein Viertel der CO2-Emissionen zu verantworten. Zusammen mit Italien, Frankreich und Polen kommen wir etwa auf einen Anteil von knapp 60% der 27 EU-Mitglieder. Wie ist die Einschätzung und Charakterisierung dieses European Green Deal? Das erste würde ich sagen, es sind die in dem Hinblick auf die Zielsetzung höchst ambitioniert,
im Vergleich mit den bisherigen Erfahrungen, wenn man hingeht und sagt, wir wollen nicht nur 40% erreichen, Sie haben ja eben die Daten gesehen, sondern sogleich sogar noch das Steigern auf 50-55%. Das Zweite, was sicher auch deutlich wird, ist, ohne negative Emissionen wird man kaum auskommen können. Um das an einem Punkt zu verdeutlichen, ich hatte gesagt, Deutschland hat einen Anteil von einem Viertel an den EU-Haushalten. Es hat bisher seine Ziele nur ungenügend erreicht, wenn wir die Pariser Vorgaben, also ab 2020, zugrunde legen. Und Paris bedeutete Tabula rasa. Wir haben noch ein bestimmtes CO2- oder Treibhausgasbudget weltweit. Wir teilen es einfach auf nach den Ländern bzw. ihrer Bevölkerungsgröße. Dann hatte Deutschland und hat bis zum Ende des Jahrhunderts 6,7 Milliarden Tonnen noch zur Verfügung. Das ist aber im Hinblick auf, oder das heißt, ich zitiere sehr einfach den bereits genannten Bericht des Sachverständigenrats der Bundesregierung, dann würde 2029 bei gleichbleibender Emission seitens der Bundesrepublik das Budget erschöpft sein. Mit anderen Worten, nur zwei Möglichkeiten gibt es. Man überschreitet, man kauft Emissionszertifikate von anderen oder man geht über zu negativen Emissionen. Sie sind unter dem Stichwort der Biomasse-Emissionsreduktion oder Storage and Capture and Storage bekannt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, andere Varianten, die diskutiert werden, die allerdings im Hinblick auf Kosten und im Hinblick Durchführbarkeit und gegebenenfalls auch im Hinblick auf ihre Risiken doch eine höchst unbestimmt sind, sodass die Kommissionen eigentlich generell eher davon abraten, auf diese Möglichkeiten der negativen Emissionen eher sehr zurückhaltend zu reagieren. Das Zweite, wir wissen, dass in der EU Einstimmigkeit gerade in solchen Fragen zunächst einmal vorgegeben ist. Das heißt, wie wir jetzt auch gesehen haben, es findet ein Horse Trading statt. Man kann jetzt bereits davon ausgehen, dass Irland und Polen diese vorgegebenen Ziele nur unter Konditionen einhalten werden, beziehungsweise das mittragen werden, wenn sie entsprechend hohe Zuwendungen, positive Zuwendungen bekommen, weil Polen stark auf Kohle setzt und Irland dadurch, dass es ein stark agrarisch geprägtes Land ist und die Landwirtschaft sehr viel Methan ausstößt, dass sie hier eine komplette Transformation ihrer Ökonomie vornehmen müssten. Der dritte Punkt, wir haben es mit zwar einem Bekenntnis zu mehr Staat und staatlichen Vorgaben und ich hänge den nach wie vor der Vorstellung an, dass der Staat eher das Gemeinwohl präsentiert, zumindest potenziell, auch wenn er natürlich bestimmten Einflussgruppen, Lobbyisten unterliegt, aber dass die grundsätzliche Orientierung des Privatsektors in einer Marktökonomie auf Profit beruhen muss. Und die Frage ist, inwieweit das, was die EU, die Kommission in ihrem neuen European Green Deal vorgibt, inwieweit das nicht bereits institutionell, auch vertraglich ausgehebelt wird. Denn es ist ganz deutlich, dass die privaten Interessen, und ich hatte kurz auf die Finanzierung hingewiesen, sie werden diese 100 Milliarden pro Jahr werden im Wesentlichen durch Umschichtung innerhalb des EU-Budgets erreicht, sodass man auch von Zahlenmagie spricht. Das Zweite, es wird
im Rahmen der internationalen Verträge, Sie gehören sicher, wie ich auch, zu den totalen Gegnern von TTIP, wie den neuen Verträgen mit Japan, dem Mercosur oder Japan, in denen das Privatkapital mit einschließlich ihrer Investitionsschutzklauseln festgeschrieben sind, die kaum im Hinblick auf das staatlich verordnete Vorsorgeprinzip zurückgestellt werden dürften. Und schließlich ist auch ein weiteres typisch marktwirtschaftliches Moment in die Verträge eingebaut, nämlich die Innovation, die insbesondere die Chemieindustrie durchgesetzt hat, dass sie Vorrang vor Vorsorge haben soll. Ein letzter Punkt, der mir in dem Zusammenhang der Umsetzung von Bedeutung scheint, ist, dass die EU-Kommission in ihrem European Green Deal ausdrücklich den Zugang zu weltweiten Ressourcen und Rohstoffen als von strategischer Bedeutung erklärt. Das ist nichts anderes als das, was sie im Weißbuch der Bundeswehr als Definition der Aufgabe der Bundeswehr festgeschrieben finden. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine nationale, europaweite Politik, die gegebenenfalls auch mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden sollte. Mein letzter Punkt, geben Sie mir bitte noch ein paar Minuten. Ein Vorbild für wen? Halten wir als erstes fest, es geht in der Strategiepapier, und das ist die wahre Zielsetzung, auch wenn ich eingangs gesagt hatte, es geht uns um Klimawandel bzw. Ökologie und Digitalisierung. Das langfristige Ziel wird ausdrücklich genannt, besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf der internationalen Ebene angesichts eines notwendigen Paradigmenwechsels, der ja dekliniert wurde im Kontext der einzelnen Dimensionen von Recycling bis zu erneuerbaren Energien, dass sie langfristig für alle anderen die Standards setzen sollten. Ich darf daran erinnern, bei TTIP oder seinerzeit auch TPPA, was für Asien gemeint war, das war genau die Strategie, durch Ausschluss anderer, durch Standardsetzung auf dem internationalen Markt ökonomisch und auch geopolitisch die entscheidenden Weichenstellungen für sich zu monopolisieren, nach denen sich alle anderen richten müssten. Ein letzter Punkt. Wir sehen es auch, und es wird das bis oder die neue Kommission versucht natürlich auch angesichts der ökonomischen Situation eine Neubelebung der europäischen Wirtschaft. Wir wissen alle, dass wir seit Jahren schon vor diesem, seit 2009 spätestens, dass wir es mit einer Wirtschaftskrise, nicht überwundenen Wirtschaftskrise zu tun haben, dass Wirtschaftswachstum stagniert, die Bevölkerung altert. Ich kenne keine Untersuchung von internationalen Investitionsbanken und Institutionen, die nicht davon ausgehen, dass 2050 die EU nur noch 9% der Weltwirtschaft, und das sind Daten vor der Klimakrise, vor Covid, darstellen werden. Mit anderen Worten, wir müssen uns klar machen, dass es hier auch aus der Sicht der EU nicht einfach um Umweltfragen geht, sondern der zentrale Motor, das zentrale Motiv ist, einen Wachstumsmotor die EU über die Ökologie durch einen neuen Wachstumsmotor langfristig zu dynamisieren. Kommen wir zu einem weiteren großen Problem. Das Gesamtbudget, ich hatte das eben angesprochen, im Hinblick auf Treibhausgase bzw. CO2 im Besonderen, wird geschätzt auf maximal noch 600 Milliarden Tonnen. Bezogen auf die, Sie werden sich erinnern, auf die pro Jahr aktuell ausgestoßenen 53 Milliarden Tonnen,
reicht das gerade für vielleicht 12, also maximal, das heißt bei 2 Grad Erwärmung 580. Also sagen wir großzügig 11 Jahre. Wenn wir das Ziel 1,5 Grad im Auge behalten, dann wären weltweit nur noch 420 Milliarden Tonnen Stunden nur noch zur Verfügung. Mit anderen Worten, wir sind eigentlich in einer Situation, die eher unrealistisch ist, dass es größte Anstrengungen bedürfen, wird in jedem Fall Bedarf, um auch nur annähernd eine Einschränkung im Sinne auch der jetzt der Kommission von Wachstum und Umweltschutz, Klimaschutz zu erreichen. Um es so, vielleicht so zu sagen, Gandhi brachte, als er gefragt wurde, ob das unabhängige Indien sich jetzt nach dem Vorbild Englands auf den Weg der Industrialisierung und Modernisierung begeben würde, antwortete er, wie kann das sein? Wir haben ein Vielfaches der Bevölkerung. England musste ein Viertel der Welt zur Kolonie machen, um seinen jetzigen Lebensstandard zu erreichen. Für uns bleibt gar nicht genug übrig, selbst wenn wir wollten, diese Form der Entwicklung durchzumachen. Und um es kurz zu machen, er brachte es auf den Punkt, there is enough for everybody's need, but not enough for anybody's greed. Also es gibt genug für alle im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Bedürfnisse, aber nie genug für die Gier von irgendjemand. Also fragen wir uns, Vorbild für wen? Ja, im Hinblick auf die Intention ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss getan werden, es muss verschärft werden, aber innerhalb des gegenwärtigen Kontextes von Marktwirtschaft und nationaler europaweiter Orientierung, denke ich, ist es nicht zielführend. Denn wir müssen doch sehen, und bitte mal die nächste Folie, wir haben hier den Unterschied zwischen absoluten Emissionen, und das geht ja durch die Medien, wir die EU, wir tragen gerade knapp 10% zu den weltweiten Emissionen heute bei, was wollen wir schon, die BRD, also Deutschland, knapp 2% oder etwa 2%. Wenn wir auch eine große Anstrengung übernehmen, weltweit macht es nichts. Aber nehmen wir nochmal ernst, es handelt sich um ein globales Problem. Ich habe eingangs aufgezeigt, die Entwicklung beruht auf der Verwendung oder ist essentiell eine fossilenergetische Entwicklung, die sich auch zeigt im Hinblick auf die oder genau besonders gut zeigt im Hinblick auf die Protonenentwicklung. Und da sehen Sie die weltweite Entwicklung, in der schließlich alle, auch die USA, auch Australien, auch die Arabischen Emirate mit über 40 Tonnen pro Kopf vermerkt sind oder integriert sind. Sie kommen kaum über 5,56 Tonnen pro Person hinaus. Das nächste bitte. Nächste Folie bitte. Hier ein historischer Vergleich und ich darf noch mal daran erinnern, Paris 2015, Stunde Null. Hier sehen wir, nehmen wir eine historische Perspektive, dann zeigt sich doch ein ganz anderes Bild, nämlich von 1751 bis 2018 wurden weltweit von der EU umgerechnet 22% der CO2-Emissionen verantwortet, von den USA 25%, von China 7%, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 13%, von Indien 3%, Afrika 3% und Lateinamerika ebenso. Das sei gut. Ich glaube, die Daten sprechen für sich. Die nächste Folie bitte. Hier habe ich gegenüberstellen wollen den Zusammenhang zwischen Einkommen pro Kopf und Treibhausgasemissionen bzw. CO2-Emissionen.
Emissionen, ich weise nochmal darauf hin, die sind geringer. Aber der Zusammenhang ist deutlich, nämlich insofern ist, als diese Länder, die besonders von dem Klimawandel betroffen sind, also der globale Süden, hier Südasien, dann Afrika südlich der Sahara und hier sehen wir auch teilweise in Gelb angedeutet, Lateinamerika, wir sehen das noch stärker in den folgenden. Sie sind die Länder, die mit sehr geringen Pro-Kopf-Einkommen, also zu den Armen gehören, in denen also ein Großteil, über 50% der dritte Weltbevölkerung zu Hause sind und die am wenigsten zu den Treibhausgasen-Emissionen beigetragen haben, die wir hier sehen, nämlich Afrika unter einer Tonne pro Person, in Indien unter 2 Tonnen. Ich darauf verweisen, in der Bundesrepublik sind es 8,8 Tonnen. Wenn wir alle Treibhausgase zusammennehmen, 9,8. Das heißt, selbst bei allen Anstrengungen, wir haben auf Kosten der dritten Welt das grundlegend begrenzte Treibhausgasbudget für uns in Anspruch genommen und verwehren faktisch dem globalen Süden selbst eine nachholende Entwicklung unter den gegenwärtigen Bedingungen. Bitte das nächste. Hier sehen wir, die langfristigen ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels. Und hier genau die Länder, von denen wir gesehen haben, sie haben am wenigsten beigetragen zum Klimawandel, sind die Ärmsten. Sie müssen auch langfristig mit einem dramatischen Einbruch ihres Wirtschaftswachstums rechnen. Wir wissen, heute zählt Indien auch an der Börse zu den großen Rennern. 5,7%, 6% Wirtschaftswachstum. Hier geht man davon aus, zum Jahre 2100 die Pro-Kopf-Reduktion von bis zu 100%. Und hier die großen Gewinner, die haben wir auch. Das sind Russland, das sind Skandinavien, das ist Kanada. Die werden bis zu 200%, so diese Aussagen, im Hinblick auf ihre eigenen nationalen Ökonomien zumindest prognostiziert. John, darf ich da eine Frage einwerfen? Bitte. Also wenn man dieses Bild... wenn man dieses Bild betrachtet, dann könnte das ja auch ein Teil der Strategie sein, dass man sagt, im Prinzip werden wir von der ganzen Geschichte profitieren. Genau. Warum sollen wir uns mit dem Beheben viel Mittel ausgeben? Also wir fahren doch gut. Gut, ich nehme meinen Punkt vorweg. Nehme ich vielleicht bitte noch das nächste, ich komme sofort darauf zurück. Ja. Die nächste und letzte Folie. Hier sehen wir, um es nochmal zusammenzufassen, die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, die am ärmsten sind. Sie sind gleichzeitig die größten Opfer. Und wir sehen hier zwischen 1986 bis 2005 gerade die Länder, also der globale Süden. Sie sind die am entscheidendsten Betroffenen. Wir sehen hier auch etwas die USA, natürlich Australien. Und je stärker der globale Temperaturanstieg ist, wir sehen hier 1,5 Grad, hier 2 Grad. Sie sind auch eben, ich darf erinnern an die Eingangsfolien über die Auswirkungen im Hinblick auf Ernteerträge, Meeresanstieg, im Hinblick auf Dürren, im Hinblick auf Monsunveränderungen, Meeresströmungen, Veränderungen gerade und die Folgen sind intern deplatzierte, also internally displaced persons, Vertriebene und Flüchtlinge. Wenn wir gleichzeitig uns klar machen, unabhängig von der neuesten Studie, wir sind eine alternde Bevölkerung, die global gesehen die reichen Länder vielleicht noch 12% der Weltbevölkerung ausmachen. Die Masse und die zukünftige weit überwiegende Mehrheit wird in eben diesen Ländern leben. Nur unter immer weiter bedrängten, schon
ökologischen oder Umweltbedingungen. Sie werden, also Indien im Augenblick 1,3. 2050 rechnet man mit 1,66 Milliarden. Wenn wir den südasiatischen Kontinent und Afrika zusammennehmen, Sie wissen, an der Börse wird gehandelt, oh, Afrika ist der neue dynamische Kontinent, weil die Bevölkerung von 1,2 bis 2050 sich verdoppeln wird auf 2,4 Milliarden. Das heißt, 2050 haben wir es in diesen beiden Regionen mit 4,5 Milliarden Leuten zu tun. Sie wollen ihre Grundbedürfnisse und über das Internet natürlich, über ihre Smart Mobility, haben sie auch Bedürfnisse, die weit darüber hinausgehen. Sie werden kommen. Und allein schon die ökonomischen Reproduktionsangaben zeigen, es kann sich nur um zunehmende Konfliktkonstellationen handeln. Ich will sagen, ungleiche Verursachung, ungleiche Betroffenheit, ungleiche Möglichkeiten der Reaktion, wie das heißt, Mitigation und Adaptation. Aber die Folgen werden für alle zu spüren sein. Es gibt keine Festung Europa, das können wir vergessen. Man kann nur hingehen und sagen, dieses Leben, egal wie wir es drehen und wenden, ist kaum für die Zukunft empfehlenswert.